Willkommen Leute zur Folge 4 unseres Diablo 3 Geschnetzels. Wir müssen was suchen. Ah, sucht nach dem Altar des Kanzlers unterhalb des Friedhofs der Verlassenen. Ja, wir haben ja das letzte Mal schon haben wir ein paar Katakomben durchsucht. Ja. Und jetzt werden wir einfach genauso weitermachen. Nämlich hier Krypten, nicht Katakomben, Krypten. Karaypten. Kryptes. Kryptesen sind es. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier schon blaue Sachen. Die können wir später alle entzaubern bei diesem Schmied-Spack. Dann kriegen wir sowas von cooles Sachen. Spider-Man. Spider-Man. Was haben wir denn hier? Steintruhe. Ach ja, ich muss auch sagen, ich merke schon die Müdigkeit. Wir haben uns gerade eben kurz vor der Aufnahme unterhalten, dass wir müde sind, dass Warden müde ist. Ich bin auch müde. Und ja, obwohl ich wahrscheinlich deutlich länger geschlafen habe als du, Warden, trotzdem bin ich sehr müde. Wie sieht's denn bei dir aus? Bist du morgen bereit für unseren Marathon-Aufnehmetag? Ja, ich, wann sollen wir starten eigentlich? Also. Ja, schlaf du erstmal ordentlich aus und dann starten wir. Oder so, ich weiß nicht, keine Ahnung, wann du willst. Wann willst du denn starten? Oder sollen wir generell nochmal drüber nachdenken, ob wir das Samstag oder. Ja, Sunday machen? Dachte, an jedem Tag. Für jedes Spiel 5 Folgen oder sowas an einem Tag. Also 10 Folgen an einem Tag aufnehmen. Samstag und Sonntag. Also 20, nee, 10. Ja, das reicht dafür bis zum Wii ja. Im Prinzip, bis zum Wochenende. Ja gut, dann, also dann mindestens 10, 5 oder 6 halt. Ja, 5, 6 reichen. Also halt dann aber jeweils für jedes Spiel, also 12 insgesamt. Ja, genau. Also für eine Woche lang, wenn ich das ganze Wochenende jetzt hier Let's Play, dann kriege ich Probleme mit meiner Freundin. Ich wäre dabei. Achso, ja gut, ich meine, das ist natürlich eine andere Sache. Darüber hatten wir es ja schon mal in einer Minecraft-Folge. Ja, wir können ja uns. Das ist ja im Moment schon so, ich arbeite so, ich komme so um 5:30 nach Hause. Ja. Und dann muss man noch eine Minecraft-Folge drehen und eine Diablo-Folge drehen. Und dann, wenn ich dran bin mit Rendern und so weiter, dann ist es meistens schon spät. Ja, dann sieht man sich kaum noch. So richtig. War schon ein bisschen crank. So ist es, wenn mein berühmter Freund ist. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir jetzt am Wochenende so einen Marathon machen, um schon die ganze Woche abzudecken, von Montag bis Freitag. Und ja, wenn ich mal Urlaub habe oder so. Ja, vorher, das war dann, in der Hinsicht war das schon gemütlich. So das Zuhause sein, man kann einfach aufstehen, wann man will. Dann hat man mal Bock, ein Let's Play zu machen, dann macht man das einfach. Ja. Und jetzt muss man einfach morgens in aller Herrgotts früher aufstehen. Ja. Und arbeiten. Ich wollte gerade sagen, arbeiten ist schon scheiße. Ich meine, das hat seine Vor- und seine Nachteile, ne? So wie bei allem. Wollt ihr zum Eingang des aktuellen Dungeons reisen? Da haben wir wohl mal wieder daneben gegriffen. Dann muss das hier oben das Richtige sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist immer das Letzte, was man betritt. Ich weiß nicht. Das sieht schon so episch aus. Hier regnet es irgendwie Schleim oder sowas. Es muss einfach das Richtige sein. Dauerfeuer. Das ist schon ein geiles Dauerfeuer. Das ist herrlich. Also was ich weiß, dass ich jetzt, ich habe in weniger als einem Monat habe ich Prüfungen und ich muss sowas von pervers lernen. Das ist unangenehm. Viel wird. Ich werde morgen, bevor wir unser Display Marathon starten, lernen, danach die ganze Zeit und hab keinen Bock. Das ist halt das Dumme am Studieren, dieser Scheiß. Oder generell, wenn man irgendwas Schuldiges macht, dieses Lernen. Ah, man ist irgendwie nie fertig damit. Es geht nicht. Ist bei dir noch viel los, oder? Bei mir, ja. Ich bin noch fett am Metzeln. Incoming. Das sind so komische Frösche, die hüpfen hier rum wie so. Frosches? Au. Guck mal. Was ist denn das für ein komisches Ding? Das will ja gar nicht sterben. Moment, ich komm. Ist das so einer mit dem Goldtopf? Ne, oder? Ah, okay, ist fertig. Das hat ausgesehen wie ein Frosch. Hab ich noch nie gesehen. Welch ein komisches Vieh. Was habe ich denn hier?
das gefällt mir. Brauchst du vielleicht einen Brustpanzer, der Heilkugeln, Gewehren plus 8 Leben hat? Ja, warum nicht? Aber lass uns, wenn wir hier draußen sind, dann haben wir so einen fetten Batzen, dann können wir alles mal so vorlesen. Ich bin jetzt aber eh voll, das würde gerade passen, wenn du es nimmst. Ich bin jetzt auch voll. Okay, gut, dann. Dann lassen wir das gerade so. Damn. So, eine Quest. Das kenne ich gar nicht, von der Demo. Kennst du das? Das kenne ich halt von meinem Singleplayer-Spiel schon, mit einem Kollegen. Nun windet sich mein Mann in Pein. Singleplayer, mit Kollegen? Nee, du weißt schon. Bringt meine Knochen zurück, auf dass wir in Frieden ruhen können. Ich hätte mit einem Kollegen gespielt, mit dem Icy, und da sind wir durchgerusht die ganze Zeit und ich habe halt nichts mitbekommen von der Story an sich. Gemetzel. Bam. Oh, ich habe nicht genug Hasch dabei. Ach nein. Der arme Kerl. Ich muss jetzt mal einen Lautstärker. Das ist ja sowas von laut. Ich habe schon langsam die Befürchtung, dass man das. Dass mein Mikrofon das hört. Das Mikrofon, hey, ich höre was. Auch voll laut. Ich muss mal auf Skype leiser drehen. Okay, ich habe. Ah, stimmt, bei Windows-Taste haben wir ja die Erfahrung gemacht, dass Diablo dann gerne abstürzt. Also vor allem, wenn man. Vor allem in Kombination mit. Fraps. Ja, okay, Fraps habe ich ja jetzt noch laufen. Ja, deswegen, du müsstest es eigentlich ohne Probleme machen können. Ich hatte da schon Scheiß an der Backe. Weil du kreischst mir regelrecht ins Trommelfell, dass es nur so bebt. Dann mach doch dein Headset ein bisschen leiser. So, 6. Ich kann beim Headset selbst nichts einstellen. So, okay. Ich hab das hat sich nicht aufgehängt. Ist tatsächlich mit Fraps. Ja, weil er dann auf Desktop quasi die Aufnahme umstellen muss und das kann er irgendwie nicht. Ja. Da muss man quasi die Aufnahme unterbrechen, auf Desktop changen und dann immer wieder von dort wieder weiter aufnehmen. Ist ein bisschen blöd gemacht. Das ist echt. Aber jetzt auch speziell, also ich finde, ich hab mit Minecraft geht's ja. Also da kann ich minimieren und reinschauen und sowas. Oh, Friedhof der Verlassenen. Das ist ja wieder mal typisch. Ah, da unten schon mal. Ist gar nicht in dieser Krypta. Jetzt müssen wir da was hinlegen. Daran konnte ich mich gewöhnen. Sarkophag, 400 Gold, 2600 EP. Oh je, yeah, was ist das? Wallen hat einen Erfolg errungen. Okay. Was liegt denn darum, Schönes? Oh, das kann ich bestimmt jetzt nicht aufnehmen. Hier diesen wunderschönen Wurfspieß, nein. Huh. Urnen. Ernen. Geh mal wieder raus, du. Die Knochen der was? Matriarchin, Koop errungen. Immer diese Matriarchin. Ja, jetzt müssen wir tatsächlich wieder in das Teil da links oben gehen, in dem wir letztes Mal drin waren. Und es ist einfach wieder das letzte hier für uns. Okay, stopp mal kurz. Sollen wir schnell zurück nach Tristram und unseren ganzen Kram verkaufen, damit wir dann in dem neuen Keller, in der neuen Krypta, das ist dann jetzt die letzte eigentlich. Wie sieht's denn bei dir aus? Was brauchst du? Oder ich habe hier. Was habe ich denn hier? Hast du irgendwas für mich? Also Waffe eigentlich nur, Rüstung ist egal. Irgendein Bogen in deiner Armbrust oder so. Grauer Bogen. Ich habe hier einen blauen Bogen. Was hat der? Der hat 10,5. Ah, okay, da. Der macht 10,5 Damage pro Sekunde. Ja. Und 1 bis 3 Feuerschaden. Ah, ich hab hier 11,2 plus 2 bis 3 Kälteschaden. Okay, dann das ist wieder grau, grau, grau. Ja, ich meine, wenn der 40 Angriff hat, nehme ich auch einen grauen. Nee, der Rest ist alles grau und scheiße. Okay, oh, ich habe eine Kappe, cool. Ich bin Rotkäppchen, oh nein. Oh, ich glaube, ich ziehe sie wieder aus, die rote Kappe. Ich bin Rotdäppchen. Brauchst du, was ist das? Brauchst du Armschienen? 9 Rüstung, getötete Gegner gewähren plus 4 Erfahrung? Nee, ich habe ein bisschen bessere. Okay, nice. Dann gehe ich jetzt hier mal hin und entzaubere meinen Scheiß. Ich kann leider nichts entzaubern, weil ich habe nur grauen Kram. Und das, was blau war, das habe ich angezogen. Okay. Haben wir die Truhe eigentlich zusammen? Nee, oder? Also, oder kann... Hast du was reingeschmissen? Also, als ich das letzte Mal reingeguckt habe, war sie leer. Ich habe was reingeschmissen. Gerade eben. Okay, dann haben wir wirklich getrennte im Prinzip. Also, ich habe gerade eben etwas reingeschmissen. Ah, wobei, hier sind noch Tränke drin. Hast du die Tränke reingelegt, rausgeholt?
Ach, was mache ich denn hier jetzt? Nicht mit dem Großvater, nein. Ich will nichts von deinem Großvater wissen. Jetzt habe ich hier noch ein Ultra-Leck. Ultra-Pultra. So. Leere Taschen, das heißt, wir können jetzt die letzte Krypta besichtigen und diesen verdammten Dreckskanzler mal endlich finden. Ich habe hier eine hochwertige Zweihand-Axt mit 12,5 Schaden, ist halt Zweihand. Und ich habe halt ganz viel Zweihänder-Kram. Hier ein Zweihänder-Schwert 12,1, noch eins 12,1. 9 bis 13 Schaden und 1,10 Angriff pro Sekunde. Das kannst du ruhig entzaubern oder verkaufen, wenn du magst. Okay. Ich habe eine Hand, die mehr Damage machen. Ich habe eh gern zwei Waffen jeweils. Two Weapons. Okay, dann. Das habe ich schon bei Warcraft im DK so gerne gemacht. Im Todesritter. Ich würde immer zwei Weapons haben. Die alten Ruinen. So, dann hoffen wir mal, dass wir den Kanzler da finden werden. Kommst du? Herr, wo bin ich jetzt hier? Du bist im Friedhof. Ach, verdammt. Komm zum Friedhof und tanze mit mir. Tanze, wie du noch nie getanzt hast. Duf, 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 duf. Dance. Mein Umhang kriegt sich gar nicht mehr ein vor lauter Getanze. Ich hab ein Cape. Und ich hab das hier. Ich brauche mehr Zeit. Ich muss sagen, man hätte die Krypten ein bisschen anders aussehen lassen können. Ich meine, die sind überall anders aufgebaut, aber man merkt, die Grundtextur ist immer dieselbe. Ja. Weißt du, ich meine, die ist saugut und die ist auch gut gewählt und so und die ist, das kommt auch alles so rüber, aber du musst halt in 4 oder 5 Krypten reinlaufen und die sehen gleich aus einfach. Ja. Die gleichen Basistexturen. Das finde ich ein bisschen langweilig. Ja, okay, das kann jetzt auch sein, weil wir die Demo ja schon gespielt haben. Dass uns da jetzt alles besonders auffällt, dass es einfach, dass es sich noch nicht verändert hat. Ja, das stimmt schon. Aber gut, ja, ich meine, ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt die Demo-Phase im Prinzip dann überwinden. Dann ist ja für mich alles neu und dann schauen wir mal, wie das dann halt wirkt. Ich habe hier ein neues Wissen. Soll ich es mal anmachen und vorlesen lassen? Jo, lass laufen. Okay, Moment. Kannst du kurz noch den Knilch hier killen? Oh, jetzt ist es weg. Oh, wo ist es hin? Bleib hier, Wissen. Geister. Ich lasse es mal, hier, ne, anhören. Los geht's. Die dramatischen Ereignisse in diesem Land haben viele Geister zurückgelassen, die nicht im Frieden ruhen und nach Vergeltung strecken. Diese Geister üben wahllos Rache an allen, die ihren Weg kreuzen. Denn sie glauben, dass das Blut der Lebenden ihnen das Leben zurückgeben kann, um das sie gebracht wurden. Oh, die Geister glauben einfach daran, wie arm. Naja, dumm gelaufen für die Geister. Bam, 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 bam. Yeah, Blutvergießen. Ich habe nicht genug Hasch. Ich habe nicht genug Hasch. Ich habe mal wieder nicht genug Hasch dabei. Ja, yeah, das tut gut, ein bisschen Massaker zu betreiben. Das ist echt geil, das stimmt. Macht richtig Fun. Oh, da liegt ein riesiger Schlagring. Ist, glaube ich, nur für einen Mönch, aber trotzdem, vielleicht ist er ja... Nee, das ist noch nicht mal blau. Ich freue mich schon... Ja, ich weiß nicht, kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man dann wirklich auf seine Ausrüstung achten muss? Weil im Moment ist es ja so, du kannst ja wirklich... Du musst gar nicht unbedingt was Besseres anziehen. Du ballerst einfach drauf und zerhackst einfach deine Feinde. Weißt du, ich achte gar nicht so akribisch drauf. Ich weiß es nicht. Was halt mehr Schaden macht. Aber irgendwie habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass es wie bei Warcraft ist, dass du keine Chance hast, wenn du jetzt dich nicht irgendwie hochlevelst, nicht die Ausrüstung hast, nicht die Skillung. Also ich denke, es wäre schon schwierig, wenn du jetzt nichts geskillt hättest und immer noch deine Pipi-Attacken vom Anfang hättest. Ich denke, da würdest du verkacken. Mit irgendeiner Waffe, die einen Schaden hat oder sowas. Oder die du halt am Anfang... Ja, hattest. Aber ich vergleiche jetzt einmal mit Warcraft. Ja, wenn da gab es so Skilltrees, wo Punkt für Punkt quasi schon perfekt ausgelegt war, wie viel Damage du machen kannst, deine Rotation, in welcher Reihenfolge du deine Angriffe raushaust, damit du am meisten DPS fährst und so weiter. Und hier ist so alles ein bisschen schwammig. Weißt du? Ja, das wurde halt viel rausgenommen. Du hast dein Level, du hast deine Fertigkeiten...
Es hieß ja auch, oder? Dass es im Gegensatz zum Zweier ziemlich viel rausgenommen wurde, was es diesen ganzen Kram angeht, dass es größer war einfach. Man hatte mehr Möglichkeiten, es war vielfältiger. Aber ich denke dennoch, wenn du immer noch mit deiner Anfangswaffe rumlaufen würdest und nichts geskillt hättest, würdest du down gehen. Ja, klar. Und deswegen aber ist es gut, dass das wollte ich damit sagen, es fehlt mir halt einfach ein bisschen. So ein bisschen der Feinschliff. Ja. Ein bisschen, man einfach ein bisschen mehr Zeit mit seinem Char verbringt und dann so einen kleinen Feinschliff reinbringen, der sich dann halt positiv auch bei aufs Geschnetzel einwirkt. Das finde ich halt. Also später brauchst du es auf jeden Fall. PvP soll da eingefügt werden, habe ich gehört. Und wenn wir dann. Wir spielen es ja jetzt auf leicht durch oder auf normal oder wie das auch immer heißt. Und später kommt er dann schwerer, super duper schwer, Inferno und sowas. Und wenn du da nicht gut aussiehst, dann hast du verschissen. Oh, verdammt. Der bewacht doch die. Ja, diesen Altar, der dieser Jochel drauf ist, der Kanzler. Wenn der fertig ist, wird gleich nochmal was erzählt, glaube ich. Ja, neues Wissen. Ich lasse es gleich abspielen, wenn wir da sind. Wir können ruhig weiterkämpfen, das ist laut genug. Ich lasse es abspielen. Die Unbegrabenen werden aus menschlichen Leichen gebildet, die ohne ordentliches Begräbnis in Massengräber geworfen wurden. Dieses hässliche Gemisch aus Leibern verrottet zu einem gemeinsamen Wesen, durch düstere Menschen genug hat. All mein Wissen. Ich konnte doch nur von ihm fliehen. Ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dasselbe zu tun. Okay, gut, ist fertig. Interessant. Gerade eben auf dieses Viech bezogen. Hast du es bei dir? Du kriegst es ja bei dir auch angezeigt, ne? Rechts neues Wissen. Ja, genau. Und dann weiß man immer Bescheid, wenn man sich den ganzen Scheiß anhört. Finde doch ziemlich cool, weil wirklich viel die Geschichte, also die Story auch darüber erzählt wird. Mit diesen Büchern. Ah, da oben ist was. Die Krone, guck mal. Nein! Ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Kanzler Welt loslasst. Kanzler Aemon. Nicht genug hat. Tja, dumm gelaufen für dich. Amen. Quest beendet. Weiter. Oh, wir haben. Stadtportal. Teleportiert euch zurück in die Stadt mit T. Oh yeah. Das war früher ein bisschen anders. Früher hatten. Gab es Rollen. Rollende Stadtportals. Also, du hattest so eine begrenzte Anzahl, die du halt kaufen oder finden musstest. Und hier hast du halt ewig viel. Wir können es jetzt direkt mit T wegteleportieren. Wir können aber noch in diesen einen Arm da unten reingehen. Ich glaube, da ist noch was. Und es gab halt Schriftrollen der Identifikation. Die gibt es ja auch nicht mehr. Also wenn du irgendwas findest, das du nicht identifiziert hast. Na okay, wir können eigentlich ein Portal machen. Dann kannst du es auch direkt mit einem Rechtsklick, glaube ich, identifizieren. Das ist eigentlich fast unnötig, finde ich. Weil man es ja eh direkt machen kann. Von daher, BAME. Ja, das stimmt. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Boah. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Es ist schön, mit dem Hammer auf irgendwas draufzuschlagen. Auf die Krone draufzudreschen. Ich auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken. Damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Dann folgt mir und perfektioniert euer Handwerk. Ich habe tödliche Aufgaben vor mir und ich werde eure Waffen benötigen. Jetzt kannst du, glaube ich, alles nutzen. Ja, herstellen und reden. Genau, guck mal, du kannst auch direkt an die Sachen klicken. Rechts, Waffenschmieden, in der Mitte. Ach, jetzt brabbelt da gerade einen Moment. Unsere gemeinsame Zeit bedeutet mir mehr, als ich mit Worten ausdrücken kann. Aber das ändert nichts daran, dass das Leben nicht gerecht ist. Wir müssen stark sein, um die Schrecken, die diese Welt heimsuchen, zu besiegen. Mein letzter Wunsch ist, dass du deinen Weg im Leben findest. Deine dich ewig liebende Mira. Oh, es eskaliert auf einmal, Heidenei. Ich sehe gerade, man kann bei dem irgendwie eine Ausbildung für 2000 Gold absolvieren. Ja. Da kann er bessere. Das heißt, da kann er bessere Sachen schmieden. Okay, weil im Moment bringt mir das nicht wirklich was. Also was er da anbietet. Mir der Schmied anbietet, aber ich denke mal mit dieser Ausbildung, aber die kostet jetzt 2000. Ich habe jetzt im Moment 6400 Gold. Ich mach's mal, vielleicht zählt's für dich auch.
Ich hab 25.000. Ja, Im Moment ist es eh noch viel zu leicht, finde ich. Also wenn ich merke, dass es langsam anfängt, ein bisschen happig zu werden, dann glaube ich, investiere ich ja ein bisschen Gold. Ja, stimmt. Für die Schmiederei und schau mal, was ich da für Waffen. Ich wollte gerade sagen, lass mal die Sachen verkaufen. Brauchst du einen Hut? Hast du schon einen Hut? Nee, Kopfrüstung habe ich schon. Hier, schau mal, ich habe gar nichts. Ist halt eine Lederkapuze, sieht ein bisschen gay aus, so wie meine hier. Aber was soll man machen? Alter, bei dir sieht es direkt cool aus. Was ist da los? Bei dir ist es einfach ein Helm geworden. Ich bin direkt Rotkäppchen. Was ist hier los? Ich habe ein paar brandneue Waren, die dich vielleicht... Oh, ja. Brandneue Waren. Schau mal, brandneue Waren von diesem kleinen Mann. Wesch macht seine Jacken auf und sind ganz viele Sonnenbrillen und Uhren und Handys. Ich habe ganz neue Waren. Die wollen beautiful sunglasses. Hey. Naja, so ist er. Der kleine, dicke Mann. So, dann würde ich sagen... Was habe ich getan? Geht es morgen weiter? Ja, genau. Wir haben die Krone aus der Krypta rausgeholt und der Schmied hat schön drauf gehämmert. Und hat sie anscheinend dadurch noch kaputter gemacht. Ja. Okay, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.